So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben erfolgreich die keltische Konföderation niedergeworfen. Damit auch hier unser Ziel abgeschlossen. Und jetzt können wir uns mal den nächsten Schritten zuwenden. Zum einen müssen wir hier noch die Provinz Narbonensis vervollständigen. Und da wir uns hier im Nordosten von den Zielen, die uns gesteckt sind, nicht wirklich dafür, dass für dieses Gebiet hier interessieren müssen, würde ich sagen, wir versuchen auch so ein bisschen uns diplomatisch hier den Norden gewogen zu halten, den Nordosten vor allem, damit wir dann jetzt beide Armeen gen Westen und Nordwesten verlegen können, um uns eben unseren Hauptzielen zuzuwenden. Zunächst mal wirklich hier die Narbonensis, dann geht es aber weiter nach Gergovia. Und hier gen Norden müsste dann auch Lutetia kommen, genau hier bei Cenabum oder Kenabum. Und Pictavis, das müsste hier die nordwestliche Ecke irgendwie auch noch sein. Ah, hier haben wir die Provinz Pictavis. Genau. Und das wollen wir dann jetzt dementsprechend in Angriff nehmen. Hier haben wir jetzt erstmal noch das Minus, weil wir das ja frisch erobert haben. Von daher werde ich da jetzt auch nicht die Armee direkt losschicken. Stattdessen werden wir uns hier so ein bisschen. Ja, das bringt ein bisschen Wohlstand, das machen wir noch. Genau. Kann ich euch behilflich Das kann sein? jetzt aber auch nicht lange dauern. Dann können wir hier wahrscheinlich die Armee runterführen. Eventuell nächste Runde sogar schon. Und den Spion können wir auch schon mal hier runterziehen. Wir haben ja einen hier schon vor Ort. Und der kann mal sich hier Richtung Averna bewegen. Dass wir da so ein halbes Auge drauf haben. Gut, okay. Können wir eigentlich noch weitere Agenten? Ja, Spione können wir noch. Wir können auch, könnten auch mal Streiter und Würdenträger dann ins Auge fassen. Es wäre vor allem jetzt hier, wären Würdenträger ganz gut noch, um den kulturellen Fortschritt unserer Seite ein bisschen weiter voranzutreiben. Aber ansonsten dürfte der zumindest hier in den norditalienischen Provinzen gut sein. Hier haben wir 99% und hier haben wir auch 99%. Wie sieht es in der Narbonensis aus? Da dürfte es ein bisschen unausgeglichener aussehen, genau. Stagniert alles und der lateinische Einfluss liegt bei 45%. Okay. Wir wollten auch dieses Heer ja eigentlich noch rüberführen nach Octodurum, um da rekrutieren zu können. Das könnten wir jetzt eigentlich dann auch machen. Wie sieht's aus? Militärische Präsenz macht 6 aus. Haben momentan einen Plus von 2. Ja, für die Zeit der Rekrutierung wäre das drin. Durchaus. Wir haben auch im Moment keinen Krieg am Laufen. Der bricht jetzt aber demnächst dann auf gegen die Wolke, Kadurka, Averna. Das werden wir dann sehen. Deswegen würde ich sagen, okay, wir ziehen die hier schon mal rüber. Und die müssen schauen, dass sie in die Provinz Helvetien kommen. Wo liegt denn hier genau die Provinzgrenze? Hier liegt die. Natürlich Ich habe müssen wir jetzt Erfolg darauf erzielt. achten, genau, dass er eben nicht das hier macht, durch das Gebiet der Averna zu ziehen. Sondern wir schicken ihn dann jetzt auf diesem Weg Zu euren los. Diensten. Das Minus können wir kurzzeitig auf jeden Fall verkraften. Und den Tempel können wir ja auch noch ausbauen nächste Runde. Nächste Runde ist auch das Stichwort. Ich beende jetzt nämlich die Runde. Nee, mach ich doch nicht. Was habe ich denn noch nicht beachtet? Ah, wir können noch einen Erlass erlassen. Wo haben wir denn bisher? Hier haben wir Steuererlass. Das ist auch richtig so, weil wir da 1200 Einkommen haben. Wir könnten in Helvetien hier Panem et Circenses einsetzen. Oder Romanisierung. Würde uns beides hier zugutekommen, dadurch, dass wir dann
entweder schneller. Ja, was ist mir denn da jetzt mehr wert? Die Beliebtheit oder die kulturelle? Manu, gehen wir erstmal auf den, auf die kulturelle Umstellung hier oben. Und wir müssen dann mal gucken, dass wir unsere Wirtschaft noch ein bisschen ankurbeln. So, nicht Angriffspakte zu unseren Freunden zählen. Können sie natürlich vergessen. Sind ja eins der nächsten Ziele. Wir schauen uns natürlich dann jetzt auch gleich mal an, wer da am sinnvollsten ist. So, Forschung abgeschlossen, Söldner-Auxiliare. Gold kann den Ausgang einer Schlacht ebenso bestimmen wie Eisen. Richtig, richtig. So, unser verborgener Agent wurde entdeckt. Und wir haben erfolgreich diese Mission abgeschlossen, also den ersten Teil sozusagen der Expansion. Gallien ist zweigeteilt. Ihr steht am Rande der Größe. Hinter den Alpen liegt das Vorgebirge Galliens. Hier sollte eure Eroberung beginnen. Haben wir abgeschlossen. Drei Provinzen beherrschen, plus 8500 für die Schatzkammer. Sehr schön. Und wir haben das nächste Ziel. Possund quia posse videntur. Sie können es, weil sie glauben, dass sie es können. Nach den ersten Schritten liegt Gallien vor euch. Doch momentan habt ihr keinerlei Hoffnung darauf, Anspruch darauf zu erheben. Rom muss seine Macht festigen. Unterhaltet mindestens 50 Einheiten. Und die Bonusziele schauen wir uns selbstverständlich jetzt auch an. Das war der Text, den wir eben hatten. Wie viel haben wir denn im Moment? 33, das heißt 17 fehlen da. Aber wir wollten ja sowieso weiter rekrutieren. Zusammenschluss. Unterhaltet insgesamt 4 Einheiten dieses Typs. Keltische Krieger bzw. Speerkrieger. Legionäre waren die Elite jeder römischen Armee, aber neue Bürger ließen sich so weit fernab der Hauptstadt schwer finden. Es war daher vorteilhaft, qualitativ hochwertige Auxiliartruppen vor Ort in die Ränge aufzunehmen. Werden wir auch weiterhin tun. Zweites Bonusziel, werdet Lehnsherr von 3 Klientelkönigtümern. Das wird ein bisschen schwierig werden, aber wir schauen, ob wir das vielleicht auch hinkriegen. Caesars anfänglicher Erfolg gegen die Helvetier brachte ihm die Loyalität vieler nahegelegener Stämme ein. Einige von ihnen wurden unter römischem Einfluss gebracht und bildeten eine einheitliche Grenze, die Rom als Schild dienen konnte. Und schließlich Bonusziel Nummer 3. Erforscht folgende Technologie, Legaten einstellen. Als Caesar sich weiter von Rom entfernt und tief in barbarisches Territorium vordrang, wurden seine Legionen zunehmend isolierter. Die unregelmäßigen Nachrichten und Vorräte aus der Hauptstadt halfen dabei, die gallische Kampagne zu formen. Und wir können auch im Moment wieder eine Forschung auswählen. Jetzt müssen wir mal schauen, das müsste hier sein, genau, Legaten einstellen. 1 Erfahrung für neue Streiter, 1 Erfahrungsrang für alle Landeinheiten rekruten. Wäre dann ja jetzt praktisch, wenn wir das sogar jetzt machen, dann kriegen unsere Truppen, die wir für das Heer hier rekrutieren wollen, gleich noch einen kleinen Erfahrungsbonus. Warum nicht? Dann haben wir das Ziel schon mal abgeschlossen, sonst verliere ich das eventuell aus den Augen. Ich kenne mich ja. So, warmer Sommer in Narbonensis, ein Erlass erteilt in Helvetien und in Segodunum haben wir das römische Dorf fertiggestellt. Sind jetzt auch bei plus minus null, aber das ist halt nur dank des Ereignisses im Moment. Soll uns aber nicht weiter stören. Was können wir denn eigentlich genau hier bei unserem Klientelkönigtum rekrutieren? Keltische Jugendliche nur. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so interessant. Okay, dann schicken wir euch mal. Ach, haben wir überhaupt bei den Allobrogern militärischen Zugang? Das sollten wir erstmal klären. Weil die werden zum Beispiel ein potenzielles Klientelkönigtum. Seid gegrüßt, mein Freund. Ja, wir besprechen alles, was ihr wünscht. Doch bringt uns... Okay. Dann... Was geht am schnellsten? Wie komme ich am schnellsten dahin? Hier rüber. Gut. Und die Hedur waren uns doch eigentlich auch ganz positiv zugetan. Wenn wir im Moment ein Defensivbündnis... Guter edler Freund, welche eine Ehre ihr uns erweist.
Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören. Wollen sie aber derzeit noch nicht ausreiten, so, weil ich wollte gerade nochmal gucken. Vangionen, die liegen im Norden. Direkt an der Grenze. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Aber die sind momentan diplomatischen Verhandlungen auch nicht besonders zugetan. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Genau das gleiche habe ich erwartet bei den Sueben. Okay. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hier haben wir ein Minus von 2 aktuell und die Militärpräsenz macht 10 aus. Das ist aber okay, das langt, um hier aufbrechen zu können. Mein Kommen steht euch zur Verfügung. 6 Runden. Das dauert aber ganz schön lang. Okay. Den Spion verlegen wir weiter. Die Kadurker erscheinen im Moment sehr schwach. Jetzt haben wir unser Heer gerade abgezogen. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Möglichkeit oder Gelegenheit gewesen. Wie kann ich euch dienen? Weil die hätten ja jetzt ja im Moment fast gar nichts da stehen gehabt. Das hätten wir sogar mit dem geschwächten Heer hingekriegt. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Wolke an. Die sind hier am Rekrutieren. Die sind eindeutig der stärkere Gegner hier in Narbonensis. Okay, dann haben wir schon Truppenbewegungen alle durchgezogen. Ich wollte Agenten rekrutieren, genau. Hier könnte ein Streiter noch von Vorteil sein. Schauen wir mal, was haben wir hier? Manipulation, Attentat und Parlament Kirkensis. Attentat, Gemetzel, militärischer Eifer. Ich nehme mal ihn hier. Wegen den Attentatsboni. Damit können wir vielleicht den einen oder anderen General ausschalten. Okay. Und hier in Octodurum hätte ich gerne einen Würdenträger mit... Ja, der hätte hier schon mal kulturelle Konvertierung und Steuersatz. Er hat mehr kulturelle Konvertierung als der andere, dafür weniger auf den Steuersatz. Ich nehme mal ihn hier, er ist mir ein bisschen ausgeglichener als sein Freund hier, der Gnaeus Helvetius. So. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal den ein oder anderen Agenten hier in der Gegend. Und so einen Streiter hier zu haben, um halt die Generäle dann ausschalten zu können. Oder falls andere Agenten in der Nähe sind, das kann ja nicht schaden. Und mit dem Würdenträger in Octodurum werden wir so ein bisschen dann dafür sorgen, dass unsere Kultur weiter vorherrschend bleibt, beziehungsweise bei Octodurum erstmal vorherrschend wird. Es dürfte aber mit Rom eigentlich nicht so schwierig sein, das ist immer ein bisschen einfacher gewesen, die römische Kultur zu verbreiten. Dann wären wir jetzt auch mit den Agenten soweit durch. Genau, okay. Und dann mit Bauvorhaben. Was haben wir denn da noch zu bauen? In Verkelum könnten wir den Tempel ausbauen, ist aber im Moment nicht nötig. Wir haben da einen Plus. Nahrung brauchen wir auch nicht so dringend. Wir bräuchten mehr Wirtschaftskraft, wobei hier... Genau, hier holen wir uns mal einen Schrein der Minerva, auch für die Forschungsrate. Und hier... Da uns der Ziegelbrenner im Moment verwehrt ist, werde ich dann hier einen Amphorenmacher bauen. Und Nahrung haben wir jetzt noch ein bisschen über.
Könnte aber durchaus mehr sein. Hier bauen wir dann halt schon mal die Bewässerungsgräben weiter aus. Und die Stadt in Genua. Ja, genau, bauen wir Genua weiter aus. Und den Rest spare ich dann mal eine Runde. Das wird nicht schaden. So, schauen wir nochmal, was die Runde bringt. Ob irgendwas Interessantes geschieht, aber ich vermute es jetzt mal nicht. So, Legaten einstellen ist abgeschlossen. Krieg und Politik lassen sich durch sorgfältige Entscheidungen verbinden. Unser Agent wurde entdeckt, ist wahrscheinlich immer noch der gleiche. Besorgte Bevölkerung in Helvetien. Fischereihafen abgeschlossen. Sehr schön, haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Nahrung. Die Mandubia sind vernichtet. Ich weiß aber kein Mensch, wo die gewesen sind. Und in Narbonensis haben wir einen Bevölkerungsüberschuss. Okay. Ah, die wurden scheinbar von den Vangionen vernichtet. Also müssten die direkt hier im Prinzip gewesen sein. Die breiten sich da auch relativ zügig aus. Sollten wir ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Okay, genau. Jetzt wollte ich gucken. Nein, als erstes kümmern wir uns hier drum. Obwohl, nee, wir werden wahrscheinlich nicht. Diese Runde kommen wir schon mal nicht mehr hier oben an. Beziehungsweise nicht ohne Gewaltmarsch. So. Können wir gleich mal schnell die Bewegungen noch abspulen. Die Wolke sind wohl schon ausgezogen gerade. Ah, ich sehe auch, die haben hier gerade die Nachbarprovinz. Da haben sie sich schon eine Region gesichert. Das kann man mal, oder das müssen wir bedenken, wenn wir sie angreifen. Ich bin der Held Roms. Und genau, Narbonensis wird auch das erste Angriffsziel sein. Wir nehmen aber natürlich die Tadurka dann zuerst. Ich bin bei euch. Da schicke ich gerade schon mal den Streiter rüber. Wie kann ich euch noch? Okay. Dann können wir ausbauen und dann bauen wir hier eine Villa für mehr Nahrung. Und als Forschung wählen wir dann aus. So, schauen wir mal. Für Geld möchte ich jetzt nichts erforschen. Das brauchen wir gleich noch für die Rekrutierung. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Das ist schön. Dauert zwar 9 Runden. Ja. Dabei bleibe ich jetzt trotzdem erstmal. Das zahlt sich dann später aus. So, er ist jetzt schon mal bereit. Wie schnell steigt hier das? Nicht ganz so schnell, habe ich das Gefühl. Dann eben auch schon über 30%. Müsste ungefähr 1% sein, was jetzt hier zugenommen hat. Ach, bringt gar nichts. Ist ja auch von den Steuern befreit, die Provinz. Okay. Geld will ich jetzt gar keins mehr ausgeben. Das sparen wir uns. Komm, eine Runde geht noch. Eine Runde beenden wir noch. Dass wir wenigstens die Rekrutierung schon mal in Auftrag gegeben haben. Und bis wir dann bei den Kadurkern sind, dauert es dann auch nochmal eine Runde. Also im übertragenen Sinne nicht wirklich eine Runde. Es wäre schön, wenn es nur eine Runde dauern würde. So, dieses Heer ist ja vollzählig. Jetzt schicken wir die mal nach Octodurum, dass wir da kein weiteres Minus mehr einfahren. Und rekrutieren dann für dieses Heer. Ja, was rekrutieren wir denn? Keltische Krieger brauchen wir für das eine Bonusziel. Ich weiß, muss jetzt nur gerade gucken, wie viele.
Zwei Stück brauchen wir da noch von. Eigentlich haben wir hier schon viel Infanterie, aber damit wir das abschließen, nehme ich die dann noch dazu. Und schon mal eine Einheit Legionärskavallerie. Und dann können wir mit den Fernkämpfern schauen, entweder ob wir hier keltische Plänkler dann rekrutieren oder hier bei den Vokontian, die keltischen Jugendlichen. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, welche von den beiden Einheiten besser ist. Kann ich euch behilflich sein? Das müssen wir dann noch rausfinden. Im Dienst der Roms. So, okay, er stellt hier mittlerweile auch fleißig weitere Truppen zusammen. Aber das sind dann auch Dinge, um die werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Ein, zwei Vorbereitungen sind jetzt schon getroffen. Und wie gesagt, die Kadurka sind das erste Ziel, dann holen wir uns die Wolke. Eventuell können wir die dann zu einem Klientelkönigtum machen. Wir haben ja nur Interesse an Tolosa. Und die können dann von mir aus Ilium Berum, können die hier behalten. Wenn sie sich dafür zum Klientelkönigtum machen lassen. Ja, das bleibt dann abzuwarten, aber das würde uns zumindest unserem Bonusziel näher bringen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.